Wir wissen um die Sorgen, die es mit der Infrastruktur gibt. Wir wissen um die Sorgen, die es insbesondere hier in der Landeshauptstadt Graz gibt. Aber wir freuen uns einfach unendlich und sind gemeinsam unendlich stolz über eure großen Erfolge. Und das ist einfach wunderbar und einfach ein Zeichen von steirischer Entschlossenheit und Kampfgeist. Dass auch die Aufgabe als Präsident oder auch als Vizepräsident oder Vorstandsmitglied in der Verantwortung für einen solchen Fußballverein zu sein, schon auch fordernd ist. Und es ist nicht selbstverständlich, dass dieser Einsatz in all diesen genannten Ebenen so entschlossen und gleichzeitig so sympathisch vorgetragen wird. Und das ist wirklich etwas, was mich unendlich freut. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich noch einmal sagen, die Steiermark ist wirklich sehr, sehr stolz auf den SK Buntigammer Sturm. Ich habe gesagt, Fußball-Bundesland Nummer 1, man darf eins nicht vergessen. Ein Viertel aller Mannschaften in der ersten Liga sind aus der Steiermark. Ein Viertel aller Mannschaften in der zweiten Liga sind aus der Steiermark. Ergibt für uns Mathematiker, ein Viertel der Bundesliga ist aus der Steiermark. Und das ist schon insgesamt ein Zeichen dafür, dass der Fußball in unserem Bundesland eine ganz besondere Rolle spielt. Zum ersten Doublesieg vor in etwa 20 Jahren, da gab es in Graz ein nagelneues Stadion, das heutige. Das war damals das modernste Stadion und es ist sofort gelungen, damit erfolgreich zu sein. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere an diesem Double. Man hat es geschafft, mit wahrscheinlich in der Zwischenzeit der schlechtesten Infrastruktur unter den großen Bundesliga-Vereinen den Titel zu erreichen. Und ihr habt es ja schon angesprochen, das ist ein Thema, das das Land auch verändern möchte. Ich möchte mich auch bedanken für die Worte und für das Commitment, nicht nur heute bei der Infrastruktur etwas zu tun, sondern wir wissen, dass das an der Stadt Graz liegt. Ja, das ist nun mal so, ist der formelle Zugang, aber ich hoffe, dass irgendwann demnächst etwas am Tisch liegt, wo ihr beide es die Spitze der Landesregierung auch beweisen könnt, wie wichtig euch das ist. Und da bin ich trotzdem guter Dinge. Das zweite, auch der Gedanke, was mich besonders freut, wir haben ein, wenn man so will, an der Spitze alles Steirer. Ja, ist vielleicht auch nicht ganz unwesentlich. Wir haben zwei steirische Geschäftsführer im Vorstand und wir haben auch einen steirischen Trainer. Das ist der erste steirische Trainer und ein Trainerteam, dem das gelungen ist. Das freut mich auch ganz besonders. Dass man nämlich aus der Kraft der Steiermark heraus etwas geschafft hat, das uns viele nicht zugetraut haben, auch bei der Besetzung mancher Positionen. Umso schöner ist es, wenn man das gemeinsam erleben darf, dass wir in diesem Land auch im härtesten Wettbewerb dieser Welt mithalten können. Auch dafür danke. Gleichzeitig sage ich, was uns aber freut, dass die Mannschaft aus vielen Ländern kommt, aus verschiedensten Nationen besteht, aus verschiedensten Kulturen und diese, sage ich, Kraft des großen Ganzen. Fußball ist letztlich die Sportart, wo Integration und Inklusion das Vorbild darstellt. Es gibt keine Sportart, die so viel erreicht wie der Fußball, um diese Probleme zu lösen, die manchmal für die Politik ungleich schwieriger sind. Das ist auch unser Beitrag. Ich bin stolz auf unser Team, dass man es trotzdem geschafft hat, aus so unterschiedlichen, sage ich jetzt einmal, Kulturen, Nationen kommend, ein klares Ziel verfolgt hat, hungrig war und dieses Ziel erreicht hat. Und das macht mich stolz. Wir werden manchmal dafür ein bisschen kritisiert, dann sollte man mehr da oder dort steirische Talente auch verwenden. Ich kann nur jedem sagen, er ist herzlich eingeladen. Wir haben eine exzellente Ausbildung, wir haben eine exzellente Akademie. Aber hier steht die Kampfmannschaft und das ist der Standard. Das sind die Doublesieger, an denen muss man sich messen. Das gilt für jeden jungen Spieler, es gilt auch für jeden, der zu uns kommt. Und ich freue mich über diese, sage ich, Leistungskultur, die unser Trainerteam, die wir auch als Verein aufgebaut haben, dass wir versuchen, uns auch daran zu messen. Ja, das macht uns gut, das macht uns hungrig, das soll uns auch fortschreiten. Und der dritte Aspekt, und dann höre ich schon auf, wir reden heute viel über Fußball, über Integration, Inklusion und auch über die Kraft. Meine Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung vieler, mit denen ich gesprochen habe,
Dieses Land Steiermark hat fast ein bisschen gedürstet nach diesen Erfolgen. Man ist durch die Steiermark gegangen und es hält heute noch an, wo man stolz ist. Das heißt, der Fußball und der Doublesieg hat diesen Menschen, den Steirerinnen und Steirern, sage ich jetzt einmal, eine Euphorie gegeben, obwohl sie manchmal mit dem Fußball gar nichts zu tun hatten. Ich habe viele Begegnungen mit vielen Führungskräften und Persönlichkeiten erlebt, die gesagt haben, du, ich weiß zwar nicht, genau, ich war jetzt noch nicht auf dem Fußballplatz, aber in der Früh, in jeder Firma, in der Landesregierung, wo auch immer, Fußball ist das Thema schlechthin, Sturm Graz bewegt dieses Land. Das sind die Legenden, die das gemeinsam geschafft haben, die Spieler, alle Betreuer und alles, was dazugehört. Und daher ist es ein besonderer Augenblick für uns, auch Danke zu sagen, der Landeshauptmann, Landeshauptmann Stellvertreter. Es ist so wie bei den Kindern gut aufgeteilt, auf das wollen wir nicht eingehen. Wir sind gerade beim Kärntner Landeshauptmann gewesen, der hat gerade erzählt, wie ihr euch alle getroffen habt. Ja, ich bin trotzdem immer froh, wenn du dann im Familiensektor mit deinen beiden Söhnen sitzt. Ja, brauchst du nicht fürchten, kannst du zu uns rüberkommen. Und beim Toni weiß ich, der fürchtet sich nicht, sondern wann immer er Gelegenheit hat, sitzt er neben mir. Das ist schön, weil das braucht man als Signal auch, was die Steiermark betrifft. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Einladung, für die Geschenke und ich hoffe, wir können auch in Zukunft den ein oder anderen Beitrag leisten für die gesamte Steiermark. Wir waren deshalb in Kärnten, weil wir mit dem Landeshauptmann dort gesprochen haben über die Champions League. Das tut uns weh, das möchte ich einmal an dieser Stelle festhalten. Auch vielen unserer Fans, dass wir nach Klagenfurt ziehen müssen zur Champions League. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Und möge das ein Ansporn sein, nicht nur für die Stadtregierung, sondern für die Landesregierung, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. In diesem Sinne gehen wir optimistisch, nicht nur für eure Arbeit hinein, auch euch wünschen wir alles Gute. Das Land hat große Herausforderungen, sondern uns allen alles Gute und eine erfolgreiche Saison. Danke. Wir hätten eines gemacht.